Willkommen zur House of Dragon. House of Dragons? House of the Dragon. Die zweite Staffel ist endlich erschienen, voller Targaryens und Velaryons. Nicht zu verwechseln mit Valyria und Rhaenyra, Rhaenys, Rhea und Rhaena, Helena, Lena, Lenor, Laris, Bela, Zwillinge, die Arryk und Eric heißen, zwei Aegons, die leben, aber auch noch mehr Aegons, die tot sind, Chakeris, Chaheris, Chahera, Shaqiri, ach nee, ich glaube, das war ein Fußballer. Wieso gibt's nicht mehr Figuren wie Ulf? Kurz und knapp, kann ich mir leicht merken. Ich muss sagen, ich habe mich sehr auf die Staffel 2 gefreut. Bei Staffel 1 war ich noch skeptisch, da saß der Game of Thrones Schmerz noch sehr tief und hat Narben in meinem Herzen hinterlassen. Ich habe mich gefühlt wie ein misshandelter Hund, zu dem man erstmal wieder Vertrauen aufbauen musste. Aber weil Game of Thrones einfach so unglaublich gut war. Sie war auf dem Weg mit riesigem Abstand als die beste Serie aller Zeiten in die Seriengeschichte einzugehen. Game of Thrones hatte alles, unendlich viele komplexe Figuren, Intrigen, Machtkämpfe, Politik und Dialoge, die interessanter waren als jedes Gemetzel auf einem Schlachtfeld. Chaos ist kein Abgrund. Chaos ist eine Leiter. Ich habe die Serie so sehr geliebt, aber wir alle wissen, wo sie schließlich geendet hat. Und dann kam House of Dragon raus. House of the Dragon. Und man sagt ja, man kann nur eine alte Liebe vergessen, wenn man eine neue findet. Und nachdem ich zwei Staffeln gesehen habe, kann ich sagen, ich habe mich so ein bisschen neu verliebt. Zumindest liegt ein wenig Romantik in der Luft. Vielleicht habe ich aber auch nur eine rosarote Brille auf, denn für Leute, die denken, es wird hier nur Positives kommen, nein, das ist nicht der Fall. Ich habe noch einen riesigen Teil an Kritik im späteren Verlauf des Videos. Doch bevor ich auf den Inhalt eingehe, zuerst das Positive. Wie gut sah bitte diese Serie aus? Ich bin jemand, den kann man mit echten Sets, Locations, Masken und Landschaften schnell auf seine Seite ziehen. Wir sehen echte Wälder, echte Berge, echtes Meer. Ganz ehrlich, das ist heutzutage eine Seltenheit geworden. Ich finde, Natur ist so schön, doch ist sie sicher nicht leicht einzufangen. Aber die Welt von Westeros fühlt sich so lebendig an wie noch nie. Meiner Meinung nach fast noch besser als in Game of Thrones. Die Sets sind so gigantisch. Allgemein ist die schiere Größe der Serie unfassbar. Man hat häufig in alten Städten gedreht, wie zum Beispiel in Spanien, aber man hat auch so viele riesige Sets für die Serie aufgebaut, die allesamt unglaublich sind und vor allem so echt aussehen. Genauso spürt man das Drachenfeuer fast auf der eigenen Haut brennen, weil die Stuntmänner tatsächlich mit Flammenwerfern beschossen wurden. Das Behind-the-Scenes-Material sieht schon brutal genug aus. Und das visuelle Highlight von mir ist die Beleuchtung des Sets. Ich kann nicht genug betonen, wie gut ich die Beleuchtung finde. Sie arbeiten viel mit Feuer, Kerzen, Kamin, manchmal auch brennenden Leichen. Und das macht so einen großen Teil der Atmosphäre aus. Die Cinematografie war wirklich nicht von dieser Welt. Ich meine, am Ende des Tages ist es immer noch eine TV-Serie, doch es steckt so viel Mühe und Detailgenauigkeit drin. In jedem Set, in jedem Kostüm, in jedem Schwert. Und das kann ich total wertschätzen. Und das sind alles so Sachen, die am Ende des Tages die Serie ausmachen, weil jeder diese extra Meile geht. Okay, kommen wir zur Story. Wir beenden Staffel 1 mit dem Tod von Rhaenyras Sohn und sind eigentlich quasi vor dem Sprung in diesen großen Krieg. Und ich verstehe, warum viele von Staffel 2 enttäuscht sind, vor allem von der letzten Folge, die sich mehr anfühlt wie Folge 6 als ein Staffelfinale. Denn wir sind eigentlich genau da, wo wir bei Staffel 1 aufgehört haben, kurz vor dem Sprung in diesen großen Krieg. Und ich kann die Ernüchterung nachvollziehen. Es ist wieder sehr viel Setup. Beispielsweise verstehe ich nicht, was dieser Storystrang mit Rhaena sollte, warum man ihr in der letzten Folge dabei zusehen muss, wie sie fünfmal für 10 Sekunden durch die Gegend rennt. Das ist für die zweite Staffel absolut irrelevant. Wie gesagt, Kritik gibt's zu Genüge am Ende. Doch im Großen und Ganzen finde ich diesen langsamen Ansatz eigentlich gut. House of Dragon ist nicht Game of Thrones. In der ersten Staffel ist unglaublich viel passiert. Es gab sehr viele Zeitsprünge und es musste viel abgearbeitet werden. In der zweiten Staffel tut sich deutlich weniger, aber dafür finde ich, machen so viele Figuren unglaublich viel Entwicklung durch. Wir verstehen fast alle Figuren, wissen um ihre Motivation, ihre Fehler, welche Vergangenheit sie haben, warum sie so handeln. House of Dragon ist vielmehr charaktergetrieben. Und schau, das Ende von Game of Thrones war nicht prinzipiell schlecht. Daenerys wird verrückt und brennt Königsmund nieder. Das hätte auf dem Papier ein gutes Ende sein können. Doch wie wir dorthin gekommen sind, das war das Problem. Wie Dany innerhalb von 2 Folgen verrückt geworden ist. Es gab null Aufbau. Und dass House of Dragons sich hier Zeit lässt, finde ich eigentlich vollkommen okay. Daemon zum Beispiel, der von Matt Smith
gespielt wird, der gefühlt für die Rolle geboren ist. Respekt an alle Schauspieler in der Serie, alle sind wirklich, wirklich gut, aber du kannst deine Augen von Matt Smith nicht lassen. Ich finde, er und auch Amond haben so eine Aura, die sie umgibt. Sie nehmen jede Szene ein, in der sie mitspielen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass beide unglaublich komische Gesichter haben, aber na gut. Damons ganze Geschichte in Harrenhal finde ich sehr interessant. Es ist schon fast seine eigene Psychoanalyse der Figur. Irgendwo habe ich Kritik gelesen in der Art, das Einzige, was Damon in Staffel 2 macht, ist die erste Staffel nochmal zu durchleben. Und ja, das tut er, aber gerade das fand ich ja so interessant. Er verarbeitet seine Vergangenheit. Damon ist impulsiv, so leicht beleidigt, immer auf der Suche nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. In der ersten Staffel geht er auf ein Selbstmordkommando, weil sein Bruder ihm Hilfe schicken will. Man merkt, wie zerbrechlich er eigentlich ist. Und Damon durchlebt eben nochmal all seine Erfahrungen, all seine Untaten und Bereuenisse, die er hatte. Und das in diesem ganzen magischen Setting von Harrenhal. Und so begreift er seinen Platz im Großen und Ganzen. Ich würde diese Entwicklung von Damon sogar gerne noch mehr loben, was ich aber nicht kann. Wie gesagt, wir kommen bei der Kritik nochmal drauf. Übrigens perfekte Parallelen zu Amon, der ebenso niemals sein Kindheitstrauma verarbeitet hat und dieses Loch in seiner Seele versucht mit Gewalt zu stopfen. Er ist das perfekte Gegenstück zu Damon. Und wenn wir schon bei Parallelen sind, das Herz der Serie sind Rhaenyra und Alicent. Ich weiß, dass sie anscheinend im Buch nicht so eine große Rolle spielen und ziemlich viel Kritik ernten, doch für mich sind die beiden seit der ersten Staffel wie Yin und Yang. Alles fing mit einer unschuldigen Freundschaft an. Rhaenyra wollte unbedingt frei sein und auf ihrem Drachen mit Alicent wegreiten und Kuchen essen. Ich will nur mit dir auf einem Drachen fliegen. Die Wunder jenseits der Meerenge sehen und Kuchen essen. Und Alicent war damals diejenige, die sie an ihre Pflichten erinnerte, an die Bürde und Verantwortung, die getragen werden musste. Du machst dir keine Sorgen um deine Stellung. Mir gefällt diese Stellung, sie ist äußerst bequem. Dann wurden beide nach und nach in dieses Chaos gezogen und beide machen dann schließlich dieselbe Entwicklung durch, nur entgegengesetzt. Rhaenyra versucht am Anfang der Staffel unbedingt den Frieden zu wahren. Ich meine, sie hat ihren Sohn verloren und wird von allen Seiten, ihrem anderen Sohn, Damon, dem Rat, in den Krieg gedrängt, aber dennoch behält sie die Ruhe. Vor allem auch, weil sie zum Beispiel Rhaenys hinter sich stehen hat, auf die wir später auch nochmal kommen. Sie schlicht sich sogar nach Königsmund, um mit Alicent zu reden, weil sie um jeden Preis den Frieden bewahren wollte. Und Alicent ist sich bewusst, dass sie den letzten Willen von Viserys falsch interpretiert hat, aber sie ist nicht bereit, die Macht aufzugeben. Sie ist zu stolz, um umzukehren und einzulenken. Sie hält noch an ihren Söhnen fest. Und nach verändert sich Rhaenyra dann und wird mehr und mehr zur Anführerin, schon fast zu dieser religiösen Figur. Sie fühlt sich von den Göttern auserkoren und wird schon fast dieser falsche Prophet. Ich habe hier Parallelen gesehen zu Paul Atreides aus Dune. Sie hält diese Rede, wie sie alle in eine bessere Zukunft führen wird, den Krieg beendet und das ohne Blutvergießen, aber dann 30 Leute den Drachen opfert. Sie ist die göttliche Retterin und glaubt, die Welt vor Unheil zu bewahren. Und das Leiden wird beendet sein. Und das ganz ohne Blutvergießen. Throwback zur Staffel 1, als Rhaenyra auf den weißen Hirsch trifft. Und auf der anderen Seite hat man Alicent, die die gegensätzliche Entwicklung durchmacht. Alicent ist seit ihrer Kindheit an eine Marionette gewesen. Vor allem wurde sie von ihrem eigenen Vater eigentlich nur benutzt. Aber sie hatte eben immer dieses Pflichtgefühl. Sie muss Opfer bringen. Sie hat sich mehr und mehr in diese Rolle drängen lassen. Jemand, der die Macht sichert und versucht, ihre Söhne auf den Thron zu bringen. Welche Pflicht erfüllst du? Welche Opfer erbringst du? Doch während sie am Anfang noch alles tut, um ihren Sohn als König zu etablieren, wird sie mehr und mehr mit der Zeit angewidert von der Manipulation, den Machtkämpfen. Sie ist angewidert von all den Lügen und eben ganz besonders von sich selbst. Sogar ihre eigenen Söhne sind in ihren Augen grausam und abartig geworden. Sie sind herzlos, vergewaltigen und morden. Ich finde vor allem die Szene gut, in der ihr Bruder ihr davon berichtet, dass das einzige Kind, was sie nicht erzogen hat, ein guter Mensch geworden ist. Ich finde das so gut geschrieben. Das einzige Kind, mit dem sie nichts zu tun hat, ist nicht verdorben wie ihre anderen Söhne. Und man sieht so richtig in ihren Augen, wie sie diese Nachricht getroffen hat. Alicent zieht sich dann zurück und verlässt Königsmund. Es kommt dann diese längere Szene, als sie durch den Wald geht und in den See steigt, um sich potenziell umzubringen. Und mein Gott, ich habe so viel Hate über diese Szene auf Twitter gelesen, was ich aber beim besten Willen nicht verstehe. Nicht nur, dass sie Bedeutung hat und wunderschön eingefangen wurde, auch die Symbolik, was diese Szene eigentlich aussagen will. Als sie zum See geht, sehen wir die Blumen, die auf Englisch Foxcloths heißen, passend zum Wappen ihrer Mutter, auf dem man ebenfalls einen Fuchs in einem Feld voller Blumen sieht. Und als sie dann in den See steigt und nach oben blickt, sieht sie einen Falken. Das Wappen von Rhaenyras Mutter. Das war mehr oder weniger die Schlüsselszene, der Höhepunkt ihrer Charakterentwicklung. Ich finde, das hatte so eine Symbolgewalt und beeinflusst Alicents Entscheidungen. Und ich kann nicht anders, als das zu lieben. Und diese Parallelen, vor allem zur ersten Staffel, ziehen sich durch die ganze Season. Und das wird alles gekürt durch die abschließende Sequenz in der letzten Folge, die wiederum alle hassen.
Außer ich anscheinend. Keine Ahnung. Diesmal ist es Alicent, die Rhaenyra fragt, mit ihr wegzulaufen. Und Rhaenyra ist diejenige, die ihre Pflichten nicht fallen lassen will. Sie ist nun die, die sich von ihren Bürden nicht befreien kann. Und dann dieser letzte Shot. Rhaenyra, die durch eine Tür geht und im Hintergrund die Schriftrollen eingekerkert, gefangen in der Geschichte und ihren Pflichten. Während Alicent auf der anderen Seite frei ist, mit Blick auf den Horizont. Alicent entwickelt sich dahin, wo die junge Rhaenyra angefangen hat und andersrum. Da steckt einfach so viel drin, so viel Charakterentwicklung, und für mich persönlich ist aus dieser Sicht, aus der Sicht der Figuren, ganz viel in der Serie passiert. Aber es war eben nicht alles perfekt. Und so kommen wir zu meinen Kritikpunkten, die mittlerweile mehr sind als erwartet. Ja, ich fand die letzte Szene gut. Er schießt mich. Dennoch gebe ich zu, das Staffelfinale war ein Witz. Ein Finale ist vorgesehen, Plotlines zu Ende zu bringen oder zu verknüpfen, einen gewissen Payoff zu geben, aber nichts davon passiert tatsächlich. Es ist sogar noch schlimmer. Wieso fangen wir plötzlich an, in der allerletzten Folge die Triarchie aufzubauen? Neue Figuren führst du am Anfang deiner Staffel ein und nicht in der letzten Folge. So viele haben sich Payoff gewünscht und wir kriegen stattdessen mehr Setup. Wieso müssen wir Rhaenyra dabei zusehen, wie sie über die gesamte Folge hinweg durch die Gegend rennt für... noch mehr Setup. Ihre ganze Storyline hat nichts gebracht. Sie hat eigentlich nur Screentime gestohlen. Hoffen wir mal, dass es in der nächsten Staffel relevant wird. Mich hat vor allem diese Kürze genervt. Wir sehen sie alle 10 Minuten für 10 Sekunden durch die Gegend rennen und statt Berg A sehe ich nun Berg B und dann findet sie schließlich den Drachen und dreimal dürft ihr raten, was fehlt. Der Payoff. Wieso baut man nicht Helena weiter aus? Sie ist eine der interessantesten Figuren, aber man sieht viel zu wenig. Sie hat eben Visionen und kann sie anscheinend auch verschicken oder kann einfach nur Traum wandeln. Man hat absolut keine wirkliche Erklärung. Keine Ahnung. Aber hey, hier gab es einfach mal gar kein Setup und deswegen ist es wohl auch okay, dass wir keinen Payoff bekommen. Und dann der Punkt, der fast meinen Kopf explodieren lassen hat. Wieso legen wir immer noch den Fokus auf den verdammten elendigen Nachtkönig. Ich habe die Arc von Daemon so geliebt. Ich habe sie gemocht und sie wird komplett zerstört durch die Vision, die er gemacht hat. Es war weniger seine Entscheidung, das Knie vor Rhaenyra zu beugen. Es beruht mehr darauf, was er gesehen hat, als das, was er auf Harrenhal verarbeitet hat. Ohne diese Vision hätte ich gesagt, Daemons Arc war das Highlight der Serie. Wieso brauchen wir diese Storyline überhaupt? Lass doch House of Dragon House of Dragon sein. Im Intro habe ich gesagt, ich bin wie ein geschlagener Hund, zu dem man erst wieder Vertrauen aufbauen muss. Und ihr hattet mich so kurz davor. So kurz davor war ich, wieder mein Vertrauen an euch zu schenken. Macht einen Neustart. Der Night King hat mit Season 8 jegliche Gefahr und Anziehung verloren. Man hätte auch SpongeBob Schwammkopf in der Vision zeigen können. Der Winter naht. Ich scheiß auf den Winter. Ich glaube, die Menschheit war sich das letzte Mal so einig, dass Game of Thrones Season 8 scheiße war, als man gesagt hat, Hitler war böse. So unglaublich viel weggeworfenes Potenzial. Und wenn wir schon bei weggeworfenem Potenzial sind, kommen wir wohl zu Rhaenys. Übrigens, Voice of Old Town hat ein gutes Video über sie gemacht, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ein Problem der späteren Staffeln von Game of Thrones war, dass sie sich nur noch auf diese typischen Game of Thrones Momente fokussiert haben. Sowas wie die Rote Hochzeit, das war so ein typischer Game of Thrones Moment. Alle waren schockiert und so weiter, aber es hatte eben Aufbau. War gut geschrieben. Doch vor allem in den späteren Staffeln wurden diese Momente zwanghaft ins Skript eingebaut und Figuren und Dialoge rückten in den Hintergrund. Es ging nur noch um die großen Ereignisse, die Schlachten, den Drachen, den man aus dem See zog, oder erinnert euch noch daran, warum einer von Daenerys Drachen sterben musste? Danny kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces. Und Rhaenys als Figur hatte so viel Potenzial. Sie hätte sogar eine der besten und rechtschaffensten Personen in der ganzen Serie werden können, aber sie wurde für einen typischen Game of Thrones Moment geopfert. Was meine ich damit? Rhaenys, die Königin, die niemals war. Sie wäre von Anfang an die tatsächlich beste Wahl für den Thron gewesen. Sie ist die, die sich von allen am meisten um den normalen Bürger sorgte. Sie wollte um jeden Preis Krieg vermeiden, kein unnötiges Blut vergießen. Sie steht am Anfang der Staffel eigentlich als einzige zwischen dem totalen Krieg und Frieden. Sie ist die, die Rhaenyra dazu bewegt, vernünftig zu sein, die Ruhe zu bewahren, keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen. Schon bald wird sich niemand daran erinnern, was den Krieg eigentlich ausgelöst hat. Ganz einfach, sie haben sich meines Throns bemächtigt. Das ist eine Sichtweise. Oder war es, als das Kind enthauptet wurde? Oder als Aemond Luke getötet hat? Oder als Luke Aemond ein Auge nahm? Sie hat ihren Sohn verloren und glaubt, dass Rhaenyra eventuell schuld daran ist und entscheidet sich trotzdem für sie, weil sie überzeugt ist, dass es das Beste für Westeros ist. Und das Wichtigste ist, sie hatte die Möglichkeit, den König und das ganze Gefolge auszulöschen, entschied sich aber dagegen. Sie hätte alles beenden können, wollte aber keinen Krieg vom Zaun brechen und unnötig Blut vergießen. Das alles hätte die Figur so gut gemacht und hätte ihrem Opfer Bedeutung gegeben. Wie gesagt, sie war die Königin, die keine war, die eventuell das Land hätte vereinen können, als einzige vielleicht. Aber wieso ist das alles irrelevant?
weil alles an Bedeutung verliert, wenn man bedenkt, dass sie mit ihren Drachen durch die Septe gebrochen ist und Tausende von Tausenden Menschen getötet hat. Und es wird niemals nur ein Wort darüber verloren, weil was denn schon die Leben von normalen Bürgern wert? Ich finde, hier wurde so eine gut geschriebene Figur für diesen unnötigen Game of Thrones Moment geopfert. Es gibt noch etliche Kleinigkeiten, die ich hier aufzählen könnte, wie die Lena-Arc, Jaehaerys, über den ebenfalls niemand mehr redet, Aemon, der sich teleportieren kann. Über sowas kann ich hinwegsehen, kein Problem, aber wie sie die Figuren perfekt aufbauen, nur um sie dann in einem Anfall von geisteskranker Selbstsabotage wieder zu zerstören, bleibt mir rätselhaft. Ehrlich gesagt, ich bin etwas enttäuscht. House of Dragon hatte so viele gute Szenen, sieht so unfassbar gut aus, oft gab es intelligente Dialoge und es wurde so gut geschauspielt. Aber es gibt dann so oft diese Momente, die ganz viel kaputt machen. Die Serie hat so gut angefangen und wurde kontinuierlich schlechter. So gebe ich Staffel 1 9 von 10 Punkten und Staffel 2 6 von 10 Punkten. Weil ich zwar zufrieden bin, aber ich dennoch weiß, dass ich jetzt 2 Jahre warten muss und sich die Staffel an sich einfach nicht belohnt genug angefühlt hat. Ich sehe trotzdem optimistisch in die Zukunft. Wie gesagt, Staffel 1 war für mich ein ziemliches Meisterwerk, Staffel 2 eher weniger, aber ich bin guter Dinge, dass sie das Ruder wieder rumreißen. Wie sieht's bei euch aus? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Fandet ihr die erste Staffel besser als die zweite oder die zweite Staffel schlechter als die erste? Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ich hätte auch gern einen Drachen.